Ich forsche an Differentialgleichungen. In einer Differentialgleichung wird ein Zusammenhang zwischen räumlicher und zeitlicher Veränderungen von Funktionen beschrieben, wie zum Beispiel in der Newtonschen Bewegungsgleichung das Verhältnis zwischen Beschleunigung und Kraft. Was mich fasziniert, sind stark nichtlineare Phänomene, wobei aus scheinbar ganz einfachen Gleichungen wie die Newtonsche Bewegungsgleichung sehr komplexe, chaotische Strukturen wie zum Beispiel Turbulenz entstehen können. Die Theorie von partiellen Differentialgleichungen vereint in wunderbarer Weise die mathematische Abstraktion und Strenge mit geometrischer und physikalischer Intuition. Die drängendsten Fragen in meinem Forschungsgebiet betreffen den Umgang mit stark dominierenden, in der Fachsprache superkritischen, nichtlinearen Effekten, speziell auf kleinen Skalen. Das bekannteste Beispiel hierfür ist das Regularitätsproblem für die Navier-Stokes-Gleichung, was einer der 7 Millenniumsprobleme ist. Rätsel, meine Damen und Herren, Rätsel muss man durch Denken lösen. Aber nicht alle Rätsel können gelöst werden. Wir könnten fragen, was vor Raum und Zeit war, aber wir wissen, dass die Frage danach, was vor der Zeit war, eigentlich sinnlos ist. Und nicht weniger sinnvoll ist es, nicht weniger unsinnig ist es, danach zu fragen, was war, bevor es einen Raum gab. Rätsel müssen durch Denken gelöst werden, aber nicht alle Rätsel können gelöst werden. In der Mathematik ist das anders. Mathematische Rätsel können grundsätzlich gelöst werden, aber nicht unbedingt innerhalb der Lebensspanne eines einzelnen Mathematikers. Manche dieser Rätsel beschäftigen die Mathematiker schon seit Generationen, wie etwa die Euler-Gleichungen, also ein mathematisches Modell, das die Strömung reibungsfreier, elastischer Fluide beschreibt. Diese Gleichungen sind einfach formuliert, aber dahinter verbirgt sich eine geometrische und analytische Komplexität, die Mathematiker seit mehr als 200 Jahren umtreibt. Keineswegs in jeder Generation in diesen 200 Jahren gab es Meisterdenker wie Herrn Sekeljedi. Als begnadeter Geiger musste er sich nach dem Ende der Schulzeit allerdings entscheiden zwischen dem Studium der Musik und der Mathematik. Er hat sich für Letzteres entschieden. Der Verlust für die Musik durfte dramatisch sein. Er hat sich für die Mathematik entschieden und in Oxford studiert. Bereits in seiner Doktorarbeit 2003 an der Universität Leipzig vorgelegt, gelang Herrn Sekeljedi im Bereich der Elastizitätstheorie, der Kontinuumsmechanik, die Konstruktion eines polykonvexen Variationsproblems mit einer nirgends differenzierbaren Extremalen. Vorhin habe ich von Epigenetik gesprochen und im Hinblick darauf, dass Herr Sekeljedi aus einer Mathematikerfamilie stammt, durfte dies neue Fragen aufwerfen. Sein Talent und sein Tatendrang führten ihn jedenfalls zu Forschungszwecken nach Princeton, dann an die ETH, nach Zürich, bevor er 2007 an die Universität Bonn berufen worden ist. Seine außergewöhnlichen mathematischen Fähigkeiten stellte er unter anderem unter Beweis, indem er gemeinsam mit Camillo De Lellis für die Euler-Gleichungen einen neuen Ansatz zur Konstruktion nicht glatter Lösungen entwickelt hat. Dieser hat zu einem vollständigen Beweis der Onsagerschen Vermutung geführt, die besagt, dass Lösungen mit zu geringer Hölderstetigkeit die Energie nicht erhalten, sondern auch verkleinern oder auf unphysikalische Weise vergrößern können. Zusammen mit Daniel Fadako konnte er zudem mit einem Kompaktheitsresultat, das in engem Zusammenhang mit der Mori-Vermutung steht,
einen weiteren wissenschaftlichen Durchbruch erzielen. Wenn Sie meinen, dass Sie der Einzige wären, der nicht verstanden hat, wovon ich jetzt gesprochen habe, dann haben Sie recht. 3 Jahre später hat er 2011 den Ruf auf eine Professur am Mathematischen Institut der Universität Leipzig angenommen. Die von Herrn Szekely entwickelten Methoden betreten auf sehr überraschende Weise Neuland im Zwischenbereich von Geometrie und Analysis einerseits und zwischen Mathematik und den Naturwissenschaften andererseits. So folgen aus seinen wegweisenden Arbeiten zur Geometrie etwa auch neue Erkenntnisse für Probleme der Strömungsmechanik. Herr Szekely kombiniert einen beeindruckenden mathematisch-analytischen Tiefgang mit der Fähigkeit, daraus innovative Impulse in der Breite seiner Disziplin zu entwickeln. Es gibt, lieber Herr Szekely, die Wissenschaftler, die lösen Probleme, und es gibt Wissenschaftler, die entdecken Probleme. Dass Probleme entdeckt werden, ist ein großes Disziplin für ihre Disziplin, da andernfalls die Gefahr bestünde, dass der Mathematik innerhalb einer Generation dann die Rätsel doch ausgehen. Und dafür kriegen Sie den Leibniz-Preis.